von der Kraft des Lichts, von der Sonne durchstrahlt, bist du in dir erwacht. Vater und Mutter sind nun in dir erwacht. Du bist die Kraft, die er schafft. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Dai con mio. Dai con mio. Dai con mio. Om Namah Shivaya. Dai con mio. Dai con mio. Dai con mio. Om Shanti. Om Namah Shivaya. Mutter, Vater, Sohn, Schöpfer Gott, dein Wille geschehe. Dai con mio. Heilung, Heilung, Heilung. Om Shanti, Gottes Frieden, Gottes Frieden, Gottes Frieden. Von der Kraft des Lichts, von der Sonne durchstrahlt, bist du in dir erwacht. Om Shanti. Atumba, Atasha, Aten. Die Erde grüßt euch. Otichinamaikehena Mata. Sie sagt, es ist schön, dass ihr heute bei der Mutter seid. Otichinamaikehena Uekakeo Mata Uekam Otto Uekam. Entschuldigung. Oshoi Onomoe Kaya Kam Mati Kaya Oko Oine Peke Loto Kom Nasha Kaya Kopo Nakak Noloko Yekaya Kam. Ein sanftes Tor ist aufgegangen für euch, ihr Menschenkinder. Sie wird euch empfangen. Sie wird da sein für euch Menschenkinder. Ein Leben voller Hast und Mühe. Sie wird da sein für ihre Kinder. Vajasham Morikagayu Lukko Waititi Motu Matichinotu Kamati Kaiko Malike Ototu Matute Sinapu Malaka Ayayanandotu Ayadaliki Matike Oi Michikama. Ein Tor macht sich weit in einer Zeit, in der wir leben und wo wir aneinander werden geben. Die Kraft in dir wird sich erwachen. Du kannst vor Freude und Glück jetzt lachen, du Menschenkind auf dieser Welt. Oshinotukai etulko
Mata Yoko. Sie dankt euch, dass ihr da seid und dass ihr sie versteht. Oshonobuke. Mata Geluko, Goma Peshina Poi. La Pagie Kyo Pati Komaka. Mak Kai Oi Lokai Yanatsishina Poi. Ayano Matutika. Poshino Pakoi. Lotiko Ohoino Likika Ono Dotokomata Hiti. Eine Kraft steckt in uns, die ihre Aktivierung findet in diesem Vollmond. Es ist eine Kraft, die eine Turbulenz in uns auslöste, eine ganze Zeit, die von 2000 bis jetzt reichte, also bis 2010, 2011. Es ist eine Energie gewesen, die unsere Seelen und den Körper bzw. das Bewusstsein des Körpers angesprochen hat. Mai loi no makar e te ditu liki o no 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 tiko i sena pai kakai no to. Ihr befindet euch in einem enormen Wandel, in einem Wandel, der wie ein Strudel, wie ein Sog in eurem Inneren zerrte, der euch manchmal erschaudern ließ vor euch selbst, der euch oft den Atem des Lebens genommen hat und ihr fassungslos vor etwas standet, was ihr das Leben nanntet. Jedoch, es ist nicht euer wahres Leben, es ist nicht euer wahres Sein. Das war wichtig, um zu erfahren, um zu einer tiefen Erfahrung zu gelangen. Otti kukoshete tumatlike, otto ai kono elo koko mai, otti aleike kekino to tutushina paka. Hayanombake elo toto, ati titina to koma ele. Mai inohi tu, mai toko o mautu, matika ko tikina poliki, ko kona tu tishishina ba. Es hat nicht nur ein Wandel stattgefunden in eurem Inneren, sondern der Wandel auch im Äußeren. Stellt euch vor, ihr hält zwei Magneten in der Hand. Und diese beiden Magneten, sie haben sowohl einen Nordpol wie auch einen Südpol. Stellt euch vor, der Nordpol ist mit einer blauen Farbe gekennzeichnet. Und der Südpol mit einer roten Farbe. Ihr sollt das gedanklich mal nachvollziehen. Ein Magnet, der zweifarbig ist. In der Mitte, ja, links, Nordpol vielleicht blau und den Südpol rot. Und in der anderen Hand hält ihr genau dieses selbe. Denselben Magnet.
Könnt ihr euch das vorstellen, vor eurem Auge? Ihr haltet diese zwei Magneten jetzt so, dass beide rote sich fast berühren. Jedoch, sie können sich nicht berühren. Sie konnten sich nicht berühren, denn sie waren ausgerichtet mit Plus-Plus, also Südpol-Südpol, haben zueinander gestoßen. Dasselbe könnt ihr mit den zwei Magneten auch mal probieren, mit Nordpol, Nordpol geht nicht, sie stoßen sich ab, sie finden nicht zueinander. Und die Mutter nennt das, ist eine dipolare Zeit, in der wir jetzt leben. Mele ke oete ayoshaka e klamatikama. Diese dipolare Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der wiederkehrenden Abwendung von dem, was schon mal erlebt worden ist. Also die Bewusstwerdung dessen, was wir Vergangenheit nennen, findet jetzt seinen Abschluss. Die Bewusstwerdung wird beendet werden. Das könnt ihr euch so vorstellen, es wird so vonstatten gehen, dass es euch immer bewusster wird, was euer Umfeld im Äußeren tut, mit welchen Energien diese Menschen umgehen. Und eure Scanner fangen an zu scannen. Und sie scannen jeden Menschen, mit dem sie zu tun haben werden. Sie scannen die Menschen, um die Frequenzen ausfindig zu machen, die ihr aussendet. Durch euer Strahlen und durch euer Lachen und durch eure Herzenswärme. Und ihr habt gerade ein zutiefstes Empfinden für alle Dinge um euch herum. Es ist für euch eine sehr harte Zeit, diese Frequenzen auch wahrzunehmen, die nicht in eurem Frequenzmuster sind, der Liebe und der Güte und der Herzlichkeit. Das hat zur Folge also gehabt, dass manche, die euch begegnet sind, also wie zwei Magneten sind, die nicht zueinander gepasst haben. Und das geschieht vielleicht gerade auch in den Familien teilweise.
dass man merkt, dass man nicht zueinander passt und dass sich diese Banden jetzt lösen können. Und das nennt sie die Auflösung der nicht wiederkehrenden Dualität. Also es passiert gerade jetzt auf dieser Erde eine Auflösung der nicht wiederkehrenden Dualität durch Bewusstwerdung dessen, was man nicht mehr leben möchte, mit wem man nicht mehr leben möchte und vor allen Dingen durch was man nicht mehr leben möchte. Das ist eine Offenbarung, das ist Bewusstwerdung. Und manche von euch sind geneigt, dieses Frequenzband der Liebe zu verlassen. Und sie sind dazu geneigt, ihre wahre Identität zu zeigen. Viele sind dazu geneigt, ihre wahre Identität der Dualität hinzugeben und sich zu offenbaren. Es sind Kräfte in den Menschen wach geworden. Eine Flut ist in uns in Brand, die so unglaublich in diesen Kosmos hineinscheint. In dieser Flut sind Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Elend, Folter, Mord und Krieg. Und da bildet es sich ein ganz kleiner Strahl von Meistern und schaffte zum Kosmos das Licht, das euch entzündet heute. Ein Teil eures Bewusstseins ist auf dem Weg dorthin, sich mit diesen Meistern zu verbinden, in der Absicht zu erschaffen, eine neue Erde und einen neuen Sinn. Ihr seid auf dem Weg dorthin. Gerade in dieser Zeit hält die Mutter für euch es bereit. Den Segen, ihr Menschenkinder, werdet ihr finden. Und ihr wird verkünden in dieser Zeit. Ihr seid bereit. Also danach, nach diesem Chaos, nach dieser ja für euch so schrecklichen Zeit, nach diesem Nicht-Wissen wohin oder so, findet die Zeit der Ruhe statt. Und ihr werdet also erneut anfangen, eure Umwelt zu analysieren
zu scannen, euer Unbewusstes erfährt das Gegenüber direkt und viel schneller. Und darin liegen besondere Heilungsfähigkeiten für die Seelen, die an irgendetwas leiden, was sie vielleicht Leben lang, also mit Leben meint sie mehrere Leben, mit sich getragen haben, an karmischen Unebenheiten und an Schuld. Das ist eine wichtige Zeitepoche, in der wir Menschen jetzt leben. Ihr habt euch das Finale ausgesucht, den Übergang vom Unbewussten zum Bewussten. Und sie weiß, sie spricht jetzt in einer Frequenz, die wenige Menschen verstehen, die sich damit nicht beschäftigt haben oder nicht beschäftigen. Und es gibt Menschenwesen, die haben noch nie das Licht des Vaters erblickt. Jedoch bewusste und unbewusste Menschen empfinden gerade jetzt, sie empfinden eine unglaubliche Geborgenheit im Chaos und sie finden Liebe vor. Liebe, wo sich die Türen öffnen, wo neue Wege gezeigt werden, wo Menschen finden. Wo kein Misstrauen und kein Zweifel ist, wo man das Gegenüber kennt. Ja, und daran werdet ihr sie erkennen, eure Früchte. Mit welchen Menschen ihr euch umgeben habt, welche Magneten abstoßen oder anziehen, passt das Gegenüber? Und es ist gerade jetzt diese Zeit, wo er dieses Dualitätsfeld erkennt, wo ihr es wahrnehmen könnt und still seid und die Ruhe in euch spürt und die Geborgenheit. Und
Alumana Elleriko Omako Eke. Makike Galatum. Makai. Große Gemüter und große Geister haben euch auf euren Weg gebracht, haben euch gelehrt, belehrt, haben euch Dinge glauben gemacht. Und sie fragt, warum ich innehalte. Ich sehe so Bilder, wo ich Die Mutter sagt, du wirst auch innere Bilder sehen. Du wirst in Gedanken vielleicht Vorstellungen haben. Zunächst vielleicht mal wirst du denken, bist du jetzt in einem Tagtraum oder schläfst du jetzt oder... Das sind kurze Momente in deinem Bewusstsein sein. Jedoch diese Momente werden immer intensiver werden. Das bedeutet, dass ein Teil der Menschheit sehen wird. Sehen nicht mit dem physischen Auge, hören nicht mit dem physischen Ohr, und wahrnehmen nicht mit den Händen. Ja, das sind Menschen, die eine innere Umstellung in der Vergangenheit durchlebt haben. Menschen, die etwas anders gewirkt haben auf andere. Und so hat sich unsere Gesellschaft gespaltet. Das musste so sein, damit diese stattfinden kann. Und es sind meistens Seelen, die davon in Menschengestalt erscheinen, die sehr viel Erfahrung in sich tragen. Seelen, die schon sehr reif sind, hier auf der Erde. Und alles, was du im Herzen trägst, das wirst du im Herzen behalten. Und es wird dich begleiten, überall, wo du hingehst. Ein Menschen, den du liebst, eine Begebenheit, eine Angewohnheit von dir, die du für lebenswert hältst. Es wird dich begleiten. Und
meine Heiligkeit ordnet die Kummer. Nur wahre Liebe wird Bestand haben auf diesem Planeten. Nur starke Herzensverbindungen werden zusammenbleiben. O Koheilike, Tetsumata, Koheike, Pomalike, Manu ono makoheik, Manu makai ono tukum. Was nicht im Herzen gereift ist, das hat keinen Bestand. Alles, was in Liebe gewachsen ist, in all deinen Leben, in all deinen Erfahrungen, in all dein Tun, wird Bestand haben. Alles, was nicht mehr zu dir gehört, wird sich aus deinem Leben, ja, verabschieden. Es wird verschwinden. Das merken viele Menschen, gerade jetzt. Gerade jetzt in dieser Zeit, die wir die Zeit des Übergangs nennen. Otitleke kum mamaike ko onomoto kumatikem. Leke kumatika etututum. Die Mutter sagt, zweifelt nicht daran. Haltet fest an das, was euch lieb ist, was ihr im Herzen bewahrt. Mit dem werdet ihr Verbindung haben für alle Zeit. Euer Leben hat euch dahin gebracht. Es führte euch dorthin, dass mit ihr findet, was ihr ersehnt und erkennt, was ihr nicht seid. Otikoi, komm mal. Ihr seid strahlende Wesen. Meine Kinder. Matiko onot tutuin paki ayetika matiko matiko oike oenaleke otetuzum. Und die eigentliche Arbeit, die eigentlich keine Arbeit ist, sagt sie, denn ihr werdet es mit Freude tun, ist die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Zu begleiten, wann immer sie euch brauchen. Denn was sie den Geringsten unter euch tut, das habt ihr ihr und ihm getan, dem Jesus, der nichts anderes als die Liebe darstellt. O koko ishinapa enaletutuma lelumaike abatititineshinom. Jedoch, sie sagt, sie braucht es euch nicht zu sagen. Zumindest die, die ihr jetzt zuhören und bisher verstanden haben, sind auf ihrem Weg. Verstehen im Herzen, nicht mit dem Verstand. Also sehen ist verstehen. Und ich kusche es mit Kuhai Matilika etil. Kukukumotuko. Malalalike, Enilike. Und dazu sind jetzt einige bereit, um zu sehen. Mit dem Verstand zu sehen. Zu erkennen. Wahrzunehmen. Mono o oloko pomadike atitikom matika o olotika
Matikim lelele kim monodotu aiki ayoto om al lololoko om monomeke ayatitika maika ono melele ki ashoe ko manoete noete umpanaikleke. Der gewaltige Umschwung, der jetzt auf dieser Erde stattfindet, ist eine Offenbarung. Eine Offenbarung der Tatsachen, der inneren Wahrheiten, was du oder dein Nächster für wahr hält. Es ist eine Demaskierung, eine Offenbarung für jeden Einzelnen zu einer unterschiedlichen Zeit, unterschiedliche Stunden, Minuten, Sekunden, Tage, Monate, Jahre. Ihr sagt, es offenbaren sich ganz viele Menschen gerade jetzt und zeigen ihr wahres. Und sie sagt, das ist sehr wichtig, denn in ihrer Offenbarung zeigen sie sich als dein Lehrmeister, wo du Schüler oder Lehrer warst. Wo dein Geist anfängt zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert hat und warum es funktioniert hat und was du dabei zu tun gehabt hast. Otitiliko omalilikum otitishinabaya eleke apapopo eleke. Zu verstehen, was du dabei zu tun gehabt hast, ist es von äußerster Wichtigkeit, schwarz und weiß zu sehen. Gut und Böse. Um das zu erkennen, dass es kein Gut und Böse in diesem Sinn gibt, dass es zum Spiel beigetragen hat, wo du mal der Verlierer und mal der Gewinner warst. Dass du beides bist, sowohl als auch. Und das ist das eigentliche Erwachen, was sie sagt. Der Menschheit. Und sie merkt es, oder du merkst es an den Beschuldigungen, die diese Menschen von sich geben, den sie beschuldigen. Gegenseitig. In der Beschuldigung zeigen sie ihr wahres Gesicht. Oder ihre Geisteshaltung gegenüber den Menschen, denen vertrauen oder vertraut haben. Jedoch, es wird offensichtlich für jeden, der mir im Herzen sehen kann. Malelekeke oishitrika heinelekum matika a laike ho ho noike napaka maoik ekamanolokuko ijishina pekenelko anam manaoike oshienatu. Es ist eine Zeit, da ihr euch beratet, euch zusammenschließen werdet,
wo tiefes Vertrauen von jedem Einzelnen gefordert sein wird. Es ist eine Zeit, wo Herzensverbindungen stattfinden. Und viele werden von euch den Eindruck haben, dass vielleicht Verstorbene mit euch Kontakt aufnehmen werden. Jedoch, es sind starke Herzensverbindungen, die ihr sehr stark empfinden werdet. Von Menschen, von Tieren, von Pflanzen, die ihr sehr geliebt habt. In diesem Leben, so wie in früheren Leben, Kindheitserinnerung, Moschine Lopoik, Lama Enetika, Etika, Otikishinoto, Etikin. Daran werdet ihr also auch feststellen, wie sehr alles miteinander verbunden ist und wie nötig diese Verbindung in dieser Zeit sein wird, in der wir jetzt gehen. Heute glückige Anstücke, heute die schöne Tore. Also damit es auch eine Zeit der Freude sein kann, wirst du verschiedene Wahrnehmungen haben von Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, oder Tieren oder Pflanzen oder Umständen oder gar wie du leben möchtest, was du dir im Laufe deiner Zeit erträumt hast für dich. Noch Krishna pa analytica etitiga matika menelakika matata. Das ist die Zeit, die Offenbarung kann nicht stattfinden, wenn dieses alles nicht in dir seinen Platz gefunden hat, wenn du mit dir und deinen Lieben in Ruhe bist, in Einklang und Harmonie. Und der Zug kann nicht abfahren, es geht nicht, sagt sie. Otitikukum menelike onotitikumalike otitiluke ummatika. Was heißt, inneren Frieden auch zu schließen mit sich und seinem Umfeld. Und diese Zeit findet gerade jetzt statt, wo du das kannst, wo du dorthin geführt wirst, sonst geht es für dich nicht weiter. Und dazu, sagt die Mutter, wirst du Ruhe brauchen. Und die Ruhe wird sie dir geben. Ruhe in der Bewegung, sagt sie. Ruhe in der, im Nichtstun. Ruhe im Nichtstun. Es tut durch dich, sagt sie. Es lebt durch dich. Und das sagt sie, ist tiefes Vertrauen. Vertraue ist gerade jetzt wichtig. Vertrauen stärkt, hilft, liebt. Kannst du dir vorstellen, dass du deinem Mann und deinen Kindern vertraust, dass sie an dich denken? Also vertraue, dass du getragen bist. Vertraue, dass du unglaublich geliebt wirst. Und dazu dient heute auch diese Zusammenkunft mit der Mutter. Vertrauen
für dich zu bekommen. Zu sehen, wie sehr du geliebt wirst, dass sie dich diese Botschaften gibt, die dein Herz versteht. Glaubst du, das sind hier alle Spinner, die hier zuhören? Glaubst du von dir, dass du ein Spinner bist? Nein, es ist, die sagt, es ist eine Frequenz, die nur du verstehst. Dein Herz ja sagt. Und du weißt, dass alles in Ordnung auch für dich ist. Ist das nicht ein schönes Gefühl, verrückt zu sein? Verrückt, nicht mehr auf einem Standpunkt zu stehen, wo all die anderen stehen? Wo das Bewusstsein bereits verrückt wurde, dass es sehen kann, dass es Dualitätsebenen unterscheiden kann. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, es gab früher Schwarz-Weiß-Fernsehen und man hat sich gar nicht vorstellen können, wie da jeweils Farbe reinkommen sollte in so einem Bildschirm. Und dadurch, dass ihr verrückt wurdet im Geist, könnt ihr jetzt dort Farbe reinbekommen, wo vorher schwarz-weiß war. Das heißt, ihr seht den Unterschied und füllt mit eurer Farbe diesen Unterschied aus. Und das ist diese Bewusstseinsverschiebung, die in eurem Herzen bereits stattgefunden hat. Jedoch euer Verstand, euer sogenannte Intelligenz kann dieses noch nicht nachvollziehen im vollen Umfang. Jedoch dieses Nachvollziehen, das wird eine Regelung in dir finden. Das hängt heute Abend also auch mit diesem Mond oder beziehungsweise mit diesen Energien heute Abend zusammen, die aus einem breiten Bereich von sehr qualitativ hochwertigen Strahlungen für unsere Bewusstseinsschichten sind. Es sind Otiki Mane Eleke, Atike Mane Otoku Onoike, Aleiki Komatike Matliko, Ale Titinatako Epana, O Maneke Komeleke Komatika. Also unsere Bewusstseinsschichten, sagt sie, hängen mit den Sonnenaktivitäten zusammen, mit den Strahlungsenergien der Planeten um uns herum. Darin eingeschlossen ist auch der Mond, der 21. Dezember ist Vollmond und gleichzeitig eine Mondfinsternis 2010, also in diesem Jahr. Und das, was wir
derzeit erleben, ist eine Vorbereitung auf eine Finsternis, die im Bewusstseinsebene stattfinden wird. Also es ist eine Zeit, die ein bisschen Verwirrung also im Bewusstsein schaffen wird. Und also ihr werdet euch teilweise Sätze sagen hören, die ihr vielleicht noch nie gesprochen habt, und euch werden vielleicht Dinge bewusst werden, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Noch nie gar nicht so bewusst gesehen habt. Gesehen mit ihr auf jeden Fall. Jedoch auch Sätze, die ihr spricht, die zwar eure eigenen sind und doch nicht eure eigenen. Eure Kikomatikikoronatikamatikon. Und darin ist geballtes Wissen enthalten. Aus eurem Munde kommen vielleicht Weisheiten, die andere Menschen dazu bringen, an eurem Verstand zu zweifeln. Durch euch werden Informationen oder Botschaften zuteil werden, die ja von großer Bedeutung sein werden, von großer Wichtigkeit, und ihr seid alle dazu aufgerufen, euch dazu auch zu bekennen und zu sagen, was ihr es in eurem Herzen trägt. Und wenn es jeder für sich alleine tut, sagt die Mutter, es ist ein Potenzial, das zumindest durch euer Herz dann gelebt werden kann. Und das schafft diese große, enorme Verbindung, in die wir praktisch zurzeit alle eingebunden sind. Auf der ganzen Erde. Wieso weiterreden Sie bitte gerade? Sie sagt, das, was wir miteinander erfahren, das ist wie ein gemeinsames Mantra singen, und in diesem Mantra werden viele Töne sein, und vieles wird darin in unserem Bewusstsein zum Schwingen kommen, und plötzlich wirst du verstehen, und plötzlich wird in dir einiges wach werden. Und sie sagt, dass diese Zeit des Wachwerdens, des Erkennens der Dualität, die uns vorausgesagt worden ist, für diesen Zeitraum, in dem auch diese Konstellationen der Gestirne sehr hinweisen. Also diese Verbindungen, die gerade momentan stattfinden im Universum, sind also sehr hinweisend darauf, dass dieser Bewusstseinswandel stattfinden wird.
meg oika kol opaka moik ki leen omatika omatika likea omatika onloko omariket lomatiki oyete ke otokom. Also sie hat seine Reihe von Zeilen und von Botschaften Menschen übermittelt oder ja, übermittelt in dem, was sie jetzt gerade eben gesagt hat. Und sie weiß, dass diese Botschaften also im Herzen auch verstanden werden, dass es auch für eine große Zahl von Menschen gedacht ist, die jetzt gerade auf dem Weg sind, um wach zu werden. Und für diese Menschen sendet sie diese Botschaften der Liebe und der Harmonie. Otititikum ayeti lekum matishina pa ayataka atukum metikenetika otiko ayeti lekam. Und es wird eine Zeit kommen, die voll Freude und voll Liebe und von Harmonie erfüllt sein wird. Und alles andere wird sich ausblenden aus den Bewusstseinsebenen, aus den Bewusstseinsschichten. Und dadurch findet diese Vereinigung statt und die Harmonie im Herzen. Oko kikosh ayatomataka ham oto ayatika. Sie dankt euch sehr, dass ihr da wart. Oko kikin leliliko aykushina. Und in eurem höheren Bewusstsein die Botschaften aufgenommen hat und bereits dabei seid, sie auch für euch zu transformieren und für euch den Weg Otlikiko Manaka Ayatlikikam Manaikegetiko. Also für jeden Einzelnen den Weg auch zu zeigen. Ihr braucht keine Sorge haben über das, was kommt oder was ist. Ihr seid also in ihren Armen und beim Vater im Geist, also vereint und sie gibt den Segen, um Rottwischenapa Ayakom Matok. Sie dankt euch sehr, liebe Mutter.